Ich war einkaufen, habe einen Haufen Beefy-Produkte für euch gekauft, die wir uns jetzt alle in diesem Testvideo einmal anschauen wollen. Hallo zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es gab auf diesem Video ja schon bereits ein paar Beefy-Testvideos, und zwar zu Beefy Veggie, die eine absolute Katastrophe war, und auch zum Beefy Salami-Brot. Die beiden sind hier nicht dabei, aber dafür 8 weitere Produkte, wovon ich ganz viele, ich glaube bis auf 2, selber noch nie probiert habe. Deswegen bin ich super gespannt, wie die sind. Beefy, das ist halt so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ich glaube, der eine liebt es, der andere hasst es und so, oder ich sag mal so, alle sind sich vielleicht auch einig, dass die oft ziemlich trockene Brote haben oder sowas, wenn es eine Version mit Brot ist. Aber irgendwie hat das auch seinen Reiz, gerade so an der Tankstelle kriegt man die Sachen sehr oft. Einen dieser Snacks musste ich tatsächlich auch an der Tankstelle kaufen, weil es den so gut wie nirgendwo zu kaufen gab im normalen Supermarkt. Ich zeige sie euch gleich natürlich. Und ja, irgendwie hat das dann auch was, vielleicht so beim Autofahren, einfach so eine Beefy Roll. Ich kenne Beefy und Beefy Roll noch aus meiner Kindheit. Ich weiß noch, wie mein Onkel mir damals, da war ich keine Ahnung wie alt, ich war 8, 9 oder sowas, gesagt hat, nee, Salami, hier Beefy darfst du nicht essen, ist zu stark gewürzt, kriegst du einen Flotten von, irgendwie sowas. Und da war ich wirklich vielleicht 7, 8, 9 Jahre alt. Das ist so meine erste Erinnerung an Beefy. Ich glaube, das war vielleicht damals sogar die Pepperoni-Version, ich weiß nicht ganz genau. Ich hatte jedenfalls damals keine bekommen. Ja, und jetzt hier für den Kanal hatte ich, wie gesagt, schon 2 Sachen für euch getestet. Wir starten halt direkt mal durch mit dem, was ich euch vorstelle. Und dann schauen wir natürlich auch genauer drauf, wie die Sachen aussehen. Und ich probiere sie natürlich auch für euch. Ich habe gekauft Beefy Original in der Turkey-Variante, also eben mit Truthahn. Dann Beefy Hot als scharfe Version. Dann auch in der Veggie-Version der Karazza eben in der Veggie-Version. Dann gibt es, freue ich mich sehr drauf, Beefy Bakehouse Italian Herb Roll, also so mit italienischen Kräutern im Brot. Tatsächlich ist übrigens keine normale Beefy in diesem Video dabei. Dann freue ich mich mega drauf, Beefy Currywurst. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal hatte, vielleicht hatte ich den sogar auch schon mal für euch vorgestellt. Jedenfalls der ist auch dabei. Dann der Original Karazza, selbstverständlich, übrigens sehr geil aus dem Toast, aber ich probiere das jetzt so, wie es kommt. Dann Klassiker Beefy Roll, hier kriegt man ja auch den normalen Beefy Geschmack mit, von daher passt das. Und das, worauf ich mich am meisten freue, den ich an der Tanke gekauft habe, weil sie nirgendwo gab, ich habe dafür 2 Euro bezahlt, Beefy Ranger mit Bacon, Beans und Beef, auch noch dabei. Und dann eben auch noch so Salamiart. Ja, wir haben einiges zu tun, wir schauen drauf und ich wünsche euch viel Spaß. Ich fange an mit der Beefy Roll. Ich gehe jetzt nicht zu ausführlich auch auf die ganzen Zutaten von den Produkten ein. Ich denke, die Basis wird überall ähnlich sein, diese Art Brot, wenn sowas dabei ist. Und dann eben auch das Fleisch, ja, Salami. Deswegen gucken wir hier einmal kurz drauf. Wir haben Schweinefleisch, Mehl drin. Speck ist hier wohl auch verarbeitet für die Wurst. Palmöl für das Brot oder vielleicht auch in der Wurst. Sonst kann ich nicht genau sagen. So ein bisschen Zucker für die Süße, für das Brot, weil das ist ja auch so leicht süßlich. Hefe. Und man muss natürlich auch sagen, bei Beefy ist natürlich krass mit Dingen wie ja, Feuchthaltemittel, Emulgatoren, diverse, Zitronensäureester, hier Speise, was weiß ich, Diacetylweinsäureester, Monodiglyceride von Speisefettsäuren, Gluten ist drin, so ein bisschen für die Bindung, Magermilchpulver, Eigelbpulver, Dextrose, Stabilisatoren, Antioxidationsmittel und so weiter und so weiter. Aromen sind auch drin. Also es ist natürlich ein hochverarbeitetes Produkt. Es muss wohlgemerkt aber natürlich auch monatelang haltbar sein, ungekühlt. Es ist ja auch eine Salami, ne? Ich meine, gut, Salami, wenn die gut gemacht sind, können die natürlich auch so lange aufbewahrt werden, also haltbar gemacht. Aber ja, hier habt ihr einmal jetzt die Nährwerte. Das ist auch einfach hier nochmal beispielhaft zum Anschauen. Wir gucken jetzt natürlich genauer auf das Produkt. So, hier ist jetzt die Beefy Roll. Hier sind so ein paar Einstichlöcher. Wahrscheinlich einfach, damit es ein bisschen besser hochbackt. Also sehr geil ist übrigens immer, wenn man es selber noch mit Ketchup oder sowas würzt, dann ist das Ganze schon deutlich besser. Dann sieht man das Brot hier, das fühlt sich auch schon relativ trocken an. Innen drin dann eben diese Beefy Salami. Und ja, ich habe mir übrigens ein Glas Wasser geholt, weil das könnte hier eine ziemlich trockene Angelegenheit werden. Riecht nach Salami. Jetzt mit das Brot selbst riecht nach gar nichts. Man riecht hauptsächlich so dieses Geräucherte. Was ich geil finde, hier richtig schön biss die Salami. Ist fast schon knackig. Ehrlich gesagt mag ich es irgendwie. Das Brot ist zwar so an sich recht trocken, aber im Mund wird das recht weich irgendwie. Es zerfällt fast schon, was ich gut finde. Sehr würzig. Ich finde auch,
die Salami lecker. Es ist Trash, ja, aber schmeckt mir irgendwie. Also Beefy Roll auf dem Toaster, ein bisschen Ketchup rein, richtig super. Beefy Carrazza in der Veggie-Version. Hier könnt ihr auch gerne einmal pausieren, wenn ihr die Nährwerte sehen wollt. Hier wird natürlich interessant, vegetarisches Erzeugnis nach Art einer Salami auf Basis von Weizen und Erbse. Und das der Käse wird dann vermutlich ja richtiger Käse eben sein. Insofern er halt bei Beefy auch richtig ist. Irgendwo müsste es hier wahrscheinlich auch stehen. Egal, also Tomatensauce ist auch drin, das sehen wir jetzt aber gleich. Ja, Beefy Veggie. Carrazza Veggie meine ich. Hoffentlich schmeckt besser als die pure Wurst. Sieht so ganz cool aus. Und das so in den Toast, man muss aufpassen, dass es da nicht verkohlt am Rand, weil es relativ dick ist. Aber irgendwie finde ich, Carrazza hat so seinen eigenen Charme. Gibt es auch schon seit ich Kind bin. Ist nicht die Veggie-Variante, aber die andere, die normale. Hier seht ihr dann einmal den Querschnitt. Scheiße, Mann. Also hier diese komische Salami, die wirklich sehr merkwürdig aussieht und sieht auch so aus wie diese Veggie-Variante, die ich hatte. Das hier soll dann wahrscheinlich Käse sein, hier Tomatenmark. Das ist steinhart, dieses Käseprodukt oder was auch immer. Ja. Boah, das mit diesem Käse finde ich echt gruselig. So richtig hart einfach nur. Ich probiere jetzt mal nur diesen Käse mit so ein bisschen Brot. Alter, das hat nichts mit Käse zu tun. Also wirklich nicht. Ich habe es jetzt gegessen, das schmeckt überhaupt nicht nach Käse. Das ist einfach so wie so eine harte Masse irgendwie. Also nicht sehr geil. Jetzt hier mit dem Rest. Das Brot ist ähnlich wie beim ersten, bei der Rolle. Aber ich meine etwas weniger süßlich. Tomatenmark finde ich lecker. Schön gewürzt. Aber der Rest ist eine Katastrophe. Finde ich ehrlich gesagt nicht so geil. Man schmeckt halt auch hauptsächlich dieses Tomatenmark. Auch diese Veggie-Wurst, die da drin ist, die einfach so aussieht, als ob sie aus Wachs gemacht ist, die schmeckt halt selber auch noch nichts. Also wir gucken uns die Beefy Turkey an. Jetzt die Frage, ob hier wirklich, muss ich mal ein anderes Paar holen, ob hier dann wirklich nur reiner Truthahn drin ist oder ob das dann oft auch mit anderem Fleisch noch gestreckt ist. Nämlich manchmal so bei manchen Wurstsorten, dass man dann steht dann irgendwie, keine Ahnung, Rindfleisch und dann ist aber auch Schwein drin. Hier steht 133 Gramm Pute, also pure Pute, Palmfett. Hier sieht man, hier ist kein Brot bei, dass sie auch wirklich Palmfett in die Wurst reinarbeiten, was ich echt nicht verstehen kann. Speisesalz, diverse die transparente Wursthülle ist nicht zum Verzehr geeignet. Diverse andere Zusatzstoffe. Hier habt ihr einmal die Nährwert. Alter Fatih, ey. Also warum muss man da so viel Fett noch reinmachen? So. Das ist... Oh Mann, das sieht echt nicht gut aus. Ja, ich weiß, woran es euch denken lässt. Das ist also jetzt hier die Truthahn-Version. Hier mal der Querschnitt. Ja, also recht feste. Sehr, sehr feste. Ja, Salami halt aber schon wirklich sehr feste. Riecht aber ganz gut. Ich meine, sie riecht etwas weniger krass geräuchert als die zum Beispiel in der Beefy Roll drin. Boah, steinhart fast, ey. Aber ich glaube, manch einer wird es mögen, weil man richtig, richtig Biss hat. Also wirklich sehr massiv. Kann man, glaube ich, einen Nagel mit in die Wand hauen. Hört mal. Boah. Also, ich mag es irgendwie, dieses sehr feste. Ist sehr fettig. Sie ist vom Geschmack ein bisschen neutraler als die Beefy aus der Rolle. Ich finde schade, dass es weniger rauchig ist. Kann man machen. Ist halt eine Beefy. Wie gesagt, für mich nur ein bisschen mehr Rauchnote, bitte. Wir kommen zu Beefy Hot. The Original, auch hier Naturally Smoked. Da ist dann vermutlich Chili oder sowas drin. Hier. Gewürze, Rindfleisch ist hier auch drin. Pfeffer, Knoblauch, Kümmel, Koriander, Dextrose, Gewürz, Extrakte, Chili. Ja, da kommt es dann wahrscheinlich her. Buchenholz. Hier zum Beispiel kein Aroma. Also das Aroma ist dann wahrscheinlich bei manchen Sorten in dem Brot oder in der Tomatensauce oder sowas drin gewesen. Hier habt ihr auch ungefähr die Umdrehungen noch. Und hier bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, die hat ein bisschen Wumms. Und auch hier wieder äußerst ansprechend, nicht
Ist ein bisschen flexibler. Ein bisschen flexibler als die Truthahn. Ja. Wenn man jetzt hier mal die Truthahn dagegen macht, die Truthahn sieht deutlich fetter aus. Wenn ich jetzt mal gucke nochmal, hier vergleiche. Obwohl, naja, die hat auch nicht wirklich weniger Fett. Ja. Die Hot Wurst, die heiße Wurst. Komischerweise riecht die auch weniger rauchig als die normale Beefy. Also zumindest die Beefy in der Rolle. Deutlich weicher als die Truthahn. Oh, lecker. Man hat so eine leichte Note nach Chili. Tatsächlich auch ein bisschen scharf jetzt, kommt so langsam. Ja, merkt man. Also ich glaube, manch einem könnte das sogar schon too much sein. Man kann es aber essen. Lecker. Doch, sehr, sehr würzig. Diese Chili-Note dabei. Also wenn man genau sowas sucht, ich glaube, dann wird man hier zufrieden sein. Finde ich lecker. Noch ein bisschen mehr Rauchboost. Dann wäre es perfekt. Aber so, ja, ist in Ordnung. Freue ich mich mega drauf. Eine andere Variante, dann wahrscheinlich einfach wie Beefy Roll, nur dann eben mit italienischen Kräutern noch dabei. Juhu, wer wollte nicht immer italienische edle Kräuter in einem Beefy-Snack haben? Auch hier dürft ihr gerne einmal pausieren. Es werden dann halt Gewürze dabei sein. Kräuter wollte ich auch eigentlich sagen, nicht Gewürze. Ja, sieht aus wie, ich habe jetzt hier nochmal den halben Beefy Roll daneben. Also sieht auch so ähnlich aus, nur dass man dann jetzt hier eben so italienische Kräuter, was ganz, ganz Feines mit dabei hat. Ups, wo kommt jetzt mein Haar hier? Scheiße. Und ich war das nicht eingebacken, ich glaube, es war von mir. Ja, sieht aus wie die Beefy Roll, halt dann auch hier recht dröge. Mann, da muss Ketchup rein. Muss man selber machen, so richtig rein und dann hier mit den Kräutern. Schickimicki mit italienischen Kräutern. Man riecht das. Ich meine da Majoran auch zu riechen oder sowas. Jetzt ist hier nur Spanisch drauf. Wo ist denn das andere? Ach hier. Jetzt habe ich natürlich genau das zerrissen. Aromaextrakte, Aromen. Wo sind denn die Kräuter? Hier, Oregano. Oregano riecht ähnlich wie Majoran, von daher lasse ich das mal durchgehen. Sind auch verwandt. Rosmarin, Thymian. Geil. Finde ich lecker. Es geht auch mit Absicht sehr stark in die Richtung von dem Beefy Roll. Hat aber wirklich einfach so eine leichte Kräuternote. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich finde die normale Beefy Roll, die riecht am stärksten geräuchert. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, weil ich würde denken, es ist die gleiche Salami drin, nur eben das Brot ist anders. Was wirklich irgendwie geil ist, es ist irgendwie trocken, aber irgendwie wird es weich und lecker im Mund. Ich freue mich drauf. Currywurst. Was haben wir denn hier drin? Wir haben auch eine Schinkenwurst mit drin, also Salami kombiniert mit Schinken und dann eine Tomaten-Curry-Soße. Also es ist quasi mehrlagig Tomatensoße, hier unten Salami und dann oben eben etwas, was dann an Currywurst wahrscheinlich erinnern soll, was natürlich irgendwie absurd ist, aber schauen wir mal. Vor allem, wenn es geil nach Curry schmeckt, könnte super sein. Man sieht hier, dass es eine andere Form ist, so ein bisschen eckiger, wie so ein Block. Ist jetzt hier nicht so eine Rolle. Auch hier sieht das Brot wieder relativ dröge aus. Ordentlich hier so eine Tomatensoße oder eher Tomatenmark. Hier unten haben wir Salami und hier oben dann diese Schinkenwurst, was wirklich nur so ein dünnes Scheibchen hier irgendwie ist. Also am meisten ist Tomatenmark drin und dann Brot. Also der Fleischanteil ist gering. Riecht tatsächlich aber ziemlich geil nach Curry und auch nach Tomatenmark. Also sehr intensiv tomatig. Also diese Schinkenwurst bei der Currywurst, ich weiß nicht, was das da oben sein soll. Also das ist wirklich irgendwie so ein bisschen, ich mache das jetzt hier mal auf. Das oben drauf ist dann diese Schinkenwurst. Es riecht auf jeden Fall geil nach Curry, aber diese Schinkenwurst riecht richtig geil nach Curry, sogar ehrlich gesagt. Geil. Wie so eine richtig dick eingekochte Currysoße. Oder eigentlich schmeckt es wie Tomatenmark. Es ist sehr fest, diese Tomatensoße. Sehr, sehr fest mit einer sehr relativ süßen, aber nicht zu süß. Currynote mit wirklich einer schönen Currynote, also ein gutes Currypulver. Schmeckt mir richtig gut. Auf jeden Fall deutlich süßlich.
Mit dieser Currynote finde ich das richtig, richtig lecker. Also die schmeckt mir gut. Ich würde sagen, es ist wichtig, diese beiden Fleischsorten herauszuschmecken, weil der Geschmack kommt hauptsächlich von der Tomatensauce, wie das bei fast allen dieser Beefy-Produkten ist. Aber die finde ich wirklich richtig gut. Dieses Schinkenwurst hätte es jetzt nicht gebraucht. Vielleicht, damit man Currywurst draufschreiben kann. Ich finde es lecker. Der originale Carrazza hier dann eben in, ja, nicht vegetarisch, Käse, Tomate und hier unten dann eben diese Salami-Pizza-Soße heißt es hier. Aha, okay. Hat was. Es hat einfach was. Ich weiß auch nicht. Irgendwie mag ich Carrazza. Irgendwie ist es mir sympathisch. Ja, auch hier der Käse. Ey, das ist wirklich so richtig hart. Was ist das für ein Trash? Dann hier auch diese Salamischeibe und Tomatenmark. Wieder Carrazza mit diesem komischen Käse. Boah, das ist echt. Das ist einfach nur so ein gelber Block irgendwie hier. Richtig. Das sieht echt nicht geil aus. Lecker die Tomatensoße. Ich mag die sehr gerne. Prägt auch den Geschmack. Da hat man eben hier diese Salami. Das schmeckt besser und auch irgendwie von der Konsistenz angenehmer als diese Veggie-Variante. Aber letztlich schmeckt beides relativ ähnlich, weil einfach das Brot gleich oder zumindest sehr ähnlich ist und auch die Tomatensoße gleich oder sehr ähnlich. Wurst und so geht da komplett unter. Was natürlich ein bisschen schade ist, wenn man geilen Käse reinmachen würde, dann würde es einfach Next Level schmecken. Das wäre echt mal ein geiles Video. Ich mache Beefy selber oder sowas. Ja, kann man machen, aber eigentlich eine vertane Chance. Guter Käse ist wahrscheinlich auch schwierig haltbar zu haben. Wahrscheinlich sogar sehr schwierig. Aber dann wäre es wirklich geil. So, der Käse, der ist einfach scheiße auf gut Deutsch. Und als letztes, worauf ich mich am meisten freue, Beefy Ranger mit Beef, Beans and Bacon. Ja, wir haben Salami drin, wir haben Schinkenwurst drin, also so wie bei der Currywurst. Und dann haben wir aber noch 4,5% Bauchspeck drin und 5% Bohnen. Also das ist so eine richtige Trucker-Mahlzeit oder sowas. Wie gesagt, ich weiß nicht, im Supermarkt habe ich es noch nie gesehen. Ich habe an der Tanke 2 Euro bezahlt, also es ist schon ordentlich. Aber es muss in dieses Video hier rein und ich wollte es auch einfach schon immer mal selber probieren. Auch hier so ein Block riecht deutlich nach Speck auch und nach Bohnen. Man riecht das wirklich, was ich ein bisschen erstaunlich finde. Hier die Füllung, Salami, oben die Schinkenwurst und dazwischen dann so eine Mischung wahrscheinlich von dem Speck mit Bohnen und so. Es riecht ehrlich gesagt ziemlich geil. Riecht irgendwie aber auch nach Hundefutter, aber irgendwie riecht es auch geil. Ja, ich freue mich echt drauf. Also irgendwie finde ich es reizvoll. Riecht richtig geil nach Bohnen und nach Bacon. Mega. Richtig lecker. Ich glaube sogar das Leckerste von allen Sachen hier. Diese Rauchnote, diese Specknote kommt richtig hervor. Man merkt auch was von dem Bohnen, wenn man gerne wissen, wie viel von Aromen ist. Richtig schön würzig, tomatig. Salami kommt auch durch. Also finde ich richtig geil und ich finde der Name, der hält was, ist Bacon, Beans, das mit dem Beef, keine Ahnung, wo das Beef drin ist, man schmeckt jetzt nicht, oh ja, das schmeckt jetzt plötzlich nach Rindfleisch statt nach Schwein, aber einfach diese Kombination von dem Bohnen, auch diese Paste, tomatig, leicht scharf, ich finde es sehr gelungen. Also, Fazit des Ganzen. Ich glaube, bei Beefy scheiden sich einfach die Geister. Ich habe es am Anfang gesagt, irgendwie hat es seinen trashigen Charme. Ich kann dem Ganzen Sympathie abgewinnen. Das liegt vielleicht auch irgendwie daran, weil das für mich so ein Ding aus der Kindheit ist. Aber es schmeckt für mich auch gut für das, was es ist. Natürlich schmeckt das nicht wie frisches Essen oder irgendwie eine gute Salami von irgendeinem Metzger oder sowas. Aber irgendwie hat es einfach seinen Charme für unterwegs. Und dann ist das hier gut gewürzt mit dem Curry, das mit den Bacon Beans, das ist super. Das Käse, das ist einfach Mist. Ja, also das ist einfach schlecht gemacht, sollte man es lieber lassen. Die scharfe Beefy fand ich auch gut. Das mit den Kräutern war so ein Upgrade. Dieses Salami-Brot, das ich euch schon mal vorgestellt habe, war ja auch gut. Also ich muss sagen, hier sind wirklich schöne Sachen bei, wenn man so einen Snack für einfach mal so von der Tanke mitnimmt für unterwegs, irgendwie einfach was Kleines auf die Hand, finde ich das völlig in Ordnung, wenn man solche Salami-Produkte mag, aber man sollte hier nicht die allerhöchste Qualität erwarten oder sowas. Auch das mit diesem Palmfett, das ist, was soll das? Also sorry, das ist nicht in Ordnung. Aber es hat einfach was, es hat einfach was und deswegen bin ich hier mit einigen Produkten sehr zufrieden und ihr dürft mir eure Meinung zu Beefy und ähnlichen Produkten gerne mal in die Kommentare schreiben. Was mögt ihr davon? Was würdet ihr empfehlen? Vergesst nicht, den Daumen nach oben da zu lassen. Überlegt euch auch, ob ihr mal ein Kanalmitglieds-Abo abschließen wollt. Der Link ist in der Beschreibung, da könnt ihr mich drüber supporten. Ich sage vielen Dank dafür und
Vielen Dank auch fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.